Hallo, ich bin Friedemann Hinsche von der Firma Dörr und ich stelle Ihnen heute die Parkour-Taschenserie vor. Parkour-Taschen sind robust und punkten durch ein sportliches Design. Die Serie umfasst drei Taschen, die Parkour Small, Large und Zoom. Die Parkour Large besitzt eine körpernahe Form mit gepolsterter Rückenauflage. Dadurch lässt sie sich auch befüllt sehr gut am Körper tragen. Der zusätzliche Bauchgurt gibt festen Halt am Körper, auch wenn Sie sportlich unterwegs sind. Die Tasche wird vom Körper weggeöffnet. Ein schneller Zugriff auf Kamera und Zubehör ist dadurch garantiert. Damit sich die schwarze Fotoausrüstung besser von der Tasche abhebt, ist sie mit hellem Softline-Innenfutter ausgestattet. So bekommen Sie einen schnellen Überblick über den Inhalt. Die Inneneinteilung ist variabel und kann der Ausrüstungsgröße optimal angepasst werden. Eine Spiegelreflexkamera mit 2 bis 3 Objektiven und Blitzgerät finden in der Parkour Large Platz. Für Filter, Akkus, Speicherkarten und Belichtungsmesser besitzt die Parkour geräumige Zubehörfächer. Die Füße geben Halt und schützen die Tasche von unten vor Nässe. Durch die wasserdichten Reißverschlüsse ist die Tasche vor Nässe und Staub geschützt. Noch mehr Sicherheit bei Dauerregen und bei Extremsituationen erreichen Sie durch die Verwendung der mitgelieferten Regenhaube. Die Parkour Small ist bis auf die geringeren Abmessungen identisch mit der Parkour Large. Sie bietet Platz für die kleinere Fotoausrüstung, also Kamera mit Objektiv und Blitz sowie Kleinzubehör. Eine ganz spezielle Tasche ist die Parkour Zoom. Wir haben auf die große Nachfrage nach Taschen für Profikameras mit lichtstarkem Zoom-Objektiv reagiert. Diese passen nämlich optimal in die Parkour Zoom. Die Parkour Taschenserie bietet viele sinnvolle Details, denn sie wurde von Fotografen für Fotografen entwickelt. Sie schützt nicht nur ihre wertvolle Fotoausrüstung, sondern sieht auch noch schick aus. Mit Ihrer zukünftigen Dörr-Fototasche wünsche ich Ihnen schon jetzt viel Freude. Weiteres Fotozubehör finden Sie unter www.dörrfoto.de.